Wie wirst du selbstbewusster? In diesem Video zeige ich dir, wie du sofort selbstsicherer werden kannst. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, wie kannst du selbstbewusster werden? Das ist wohl eine Frage, die sich Millionen und Milliarden von Menschen stellen, denn die meisten leiden darunter, dass sie sich nicht sicher genug fühlen, dass sie verunsichert sind. Nun, was gibt es für Möglichkeiten? Ich gebe dir jetzt ein paar kleine Tipps mit denen du anfangen kannst und auch anfangen solltest. Der erste Punkt ist, deine Emotionen bewusster wahrzunehmen. Also nicht gleich wegzuschauen, nicht gleich ein Etikett geben, sagen, das ist jetzt Unsicherheit oder was auch immer, das ist unangenehm, also möglichst was anderes tun, sondern spür erstmal hin und nimm deine Emotionen wahr und achte darauf, wie stark sind die überhaupt? Denn in der Praxis ist es meistens so, dass wir viel zu schnell wegschauen von den Emotionen, sie nicht wahrnehmen wollen und gar nicht merken, dass sie vielleicht glitzeklein sind. Denn die allermeisten Situationen, in denen man unsicher ist, sind glitzeklein. Vielleicht 1%, die tatsächlich etwas größer sind, aber bei den allermeisten Situationen ist es wirklich sehr, sehr klein. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du tief in den Bauch atmest. Also am besten deine Hände auf den Bauch legst und darauf achtest, dass der Bauch raus und rein geht und sich nicht die Schultern heben. Und dabei mindestens dreimal langsam ganz so viel wie möglich Luft in den Bauch und auch wieder raus, sodass wirklich die Bauchatmung aktiviert ist. Dann achte darauf, dass du dich aufrichtest. Wenn wir uns verunsichern, gehen wir meistens in das Umgekehrte und machen uns eher kleiner, verunsichern uns, die Schultern kommen nach vorne. Wenn du dich aufrichtest, hat das auch eine positive Auswirkung auf dein Gefühl. Und der vierte Punkt ist, konzentriere dich mental. Das heißt, dass du all diese Zweifel, diese negativen Gedanken, was alles schief gehen könnte, dieser innere Kritiker, den du vielleicht kennst, und all diese Gedanken, die in solchen Momenten kommen, dass du denen keinen Raum gibst. Das heißt, die werden kommen, das kannst du erst im ersten Schritt mal nicht vermeiden, aber dass du dann nicht weiter drüber nachdenkst, auf keinen Fall drüber sprichst, sondern dass du sie einfach wieder ziehen lässt, die Gedanken, und sie quasi nur einmal kurz wahrnimmst und dann nicht mehr weiter drüber nachdenkst. Und so kannst du Stück für Stück dein Selbstbewusstsein aufbauen. Die Folge ist, dass du positives Feedback bekommst, dass du selber zufriedener bist und somit dein Selbstbewusstsein mit jeder einzelnen Situation ein Stück weit gestärkt wird und insgesamt sich die Spirale nach oben dreht. Dabei wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg, viel Selbstsicherheit. Dein Michael von jetztselbstsicher.de. Nimm deine Emotionen inklusive der Größe wahr. Wie stark sind sie wirklich? Atme tief in deinen Bauch, dass der Bauch raus und rein geht und sich nicht die Schultern heben und senken. Stehe aufrecht und konzentriere dich mental darauf, dass du es nicht zulässt, dass diese ganzen Selbstzweifel und allen Bedenken und all diese Sachen kommen. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann abonniere jetzt meinen Kanal und lade dir das kostenlose E-Book 5 Zaubertricks für mehr Selbstbewusstsein herunter. Es ist für dich.